Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der Monetative Jahrestagung. Mein Name ist Klaus Karwart. Ich bin Vorstand des Vereins Monetative e.V. Zweck des Vereins Monetative e.V. ist Erforschung und Aufklärung der Funktionsweise unseres Geldsystems, insbesondere die Rolle der Banken und auch insbesondere die Technik, wie überhaupt Geld geschöpft wird in unserem Geldsystem. Vielen Dank für Ihr Kommen. Der Titel des ersten Beitrages lautet Finanz- und Staatsschuldenkrise, Beginn eines Umdenkens, Fragezeichen. Und ich werde zunächst mal ein paar aktuelle Diskussionen und Reformen kurz erwähnen und dann wird Ihnen das Fragezeichen vielleicht ein bisschen einleuchten. Dann zweitens kurz Vollgeld. Die These wird lauten, dass es eine der wichtigsten Reformen sein dürfte, die anstehen, wenn wir das Geldsystem und auch das Finanzsystem auf solide Basis stellen wollen. Dann gehe ich drittens auf die Staatsschuldenkrise ein, grundsätzliche und gewählte Lösungen und die Probleme, die damit im Rahmen des gegenwärtigen Systems verbunden sind. Dann am Beispiel Umschuldung, fair, aber in der heutigen Geldordnung riskant. Dann schauen Sie auf die Uhr und sagen, toll, es ist ja erst 20 Minuten vorbei. Und dann kommt eine klitzekleine Zusammenfassung. Ja, es tut sich was, doch was tut sich eigentlich genau? Der Bürger könnte ja meinen, dass von Seiten der Politik und der Politikdarsteller sehr viel getan wird. Sogar die Ökonomen sind streitbar dabei. Es gibt Ökonomenmanifeste gegen die Vergemeinschaftung der Bankschulden. Da wird das Haftungsprinzip eingefordert, aber von den meisten Unterschreibenden leider nur halbherzig. Weil wenn es um Gewährleistungen in anderen Ländern von anderen Staaten und anderen Geldinstituten geht, dann wird man hellhörig. Als das lange Zeit in Deutschland passiert, ist vorher schon weniger. Dann haben wir natürlich das Papier von einem wendefreudigen Herrn Steinbrück, das ja richtig anfängt, das könnte ja kaum jemand, Occupy oder Monetative, könnte das kaum überbieten. Da wird ja scheinbar die Trennung des Geschäfts- und Investmentbanking vorgeschlagen. Wenn man sich es aber genau anschaut, dann gibt es sehr, sehr viele Abers, sodass auch ein Bundeskanzler dann im Grunde fast so weitermachen könnte wie bisher, meiner Meinung nach, weil nur der Eigenhandel soll eingeschränkt werden und dann gibt es auch da wieder Einschränkungen. Absicherungsgeschäfte sind okay, dann gibt es diskutierbare Bagatellgrenzen und das Ganze soll unter dem Dach einer Holding passieren. Und wir wissen ja, wie dünn teilweise die sogenannten chinesischen Wände sein können. Dann haben wir die Likan-Kommission, die kommen ja mit dem gleichen Vorschlag, aber auch wieder Holding. Dann gibt es eine Warnschwelle und letztlich entscheidet die Kommission, wer nun hier eine Trennung vorzunehmen hat und wer nicht. Und wenn man sich dann die Riesenliste anschaut, was Geschäftsbanken alles tun dürfen, dann hat das mit dem ursprünglichen Gedanken der Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken, wie es zum Beispiel in den 30er Jahren als Konsequenz aus der Weltwirtschaftskrise in den USA gegolten hat, hat damit herzlich wenig zu tun. Mit anderen Worten, es wird nach außen der Eindruck vermittelt, es täte sich viel. De facto scheinen mir aber in den Details hier doch so viele Schlupflöcher zu sein, dass sich eben eine Alternative hier vielleicht doch andeuten müsste. Ja, Finanzreform auf halbem Weg, aber nicht an der Wurzel sozusagen. In Deutschland zum Hochfrequenzhandel, das haben Sie ja höchstwahrscheinlich mitbekommen, aber es wird keine Mindesthaltedauer festgelegt. Das wäre mal eine tolle Idee gewesen. Ja? Und dann ist es so, dass ja die Aufträge sehr schnell beim Hochfrequenzhandel storniert werden können. Und da soll es eine Relation geben zwischen den durchgeführten und den nur angekündigten, antestenden Aufträgen praktisch. Das soll aber die Börse festlegen, die ja gerade am hohen Handelsvolumen Interesse hat. Da macht man vielleicht wieder den Bock zum Gärtner. Also auf halbem Weg, nicht an der Wurzel, Basel III. Da werden ja schöne neue Eigenkapitalforderungen aufgestellt, ja, das sogenannte harte Kerneigenkapital und verschiedene Tiere tauchen da in der Bilanz dann auf. Allerdings ist es so, wenn ich das jetzt mal ehrlich und ungewichtet mache bei so einer Bilanz, dann muss das Eigenkapital eigentlich nur maximal 3% betragen. Und ich würde sagen, das ist verdammt wenig. Und 2018, 2019 überlegt man sich, ob man das den Banken überhaupt zutrauen kann. Ja? Man kann es also dann auch wieder zurücknehmen. Und bei den Staaten ist es ja so, die haben ja eine Eigenkapitalhinterlegungspflicht von null in der Regel. Ja? Und daran soll sich auch bei Basel III, Übergang von Basel II zu Basel III jetzt, auch nicht viel ändern. Und das ist natürlich ein Treppenwitz. Wer behauptet, dass Staatsanleihen kein Risiko
Bergen, der ist ja nun in den letzten 2-3 Jahren wohl eines Besseren belehrt worden. Dann haben wir wunderschöne Pläne der EU-Kommission in Bezug auf die sogenannte makroökonomische Koordinierung. Haben viele ja schon früher gesagt. Die Märkte können nicht alles, da bedarf es eines einer politischen gestaltenden Hand in Bezug auf Sozial-, Wirtschafts- und sonstige Politik. Ja? Jetzt ist es so, das sind ja schöne Pläne, nur wenn wir uns mal anschauen, wie es ausgestaltet wird, wenn Sie ein Leistungsbilanzdefizit haben und das bei -4% liegt, dann geht sozusagen die rote Warnlampe an. Bei dem Export Plus hat man das mal auf +6% gelegt, ja, also nicht gerade symmetrisch. Und dann ist es ja noch so, dass Sie dann auch mit keinen Sanktionen zu rechnen haben. Die Bundesrepublik liegt nicht rein zufällig immer knapp unter diesen 6%. Ja? Bundesfinanzministerium hier um der Ecke ist ganz stolz, dass es jetzt einen leichten Knick gibt, aber an der Grundstruktur hat sich überhaupt nichts geändert. Die Megabanken hat man nur auch gemerkt, Herr Barnier hat da also ein wunderschönes Grünbuch rumgeschickt mit Fragen, ja, sind die Mega- und Schattenbanken denn jetzt ein Problem? Und tatsächlich ist es aber so, dass ja nur 2,5% mehr gewichtetes Eigenkapital vorgesehen sind. Das ist natürlich ärgerlich für die Großbanken, aber es schreckt sie nicht wirklich. Und dann haben wir als letztes Beispiel den Artikel 125 unserer schönen unseres EU-Vertrages. Ja, da steht drin, Haftung, dass ein gegenseitiges, dass eine Beistandspflicht verboten ist, nicht? No Bailout-Regel. Da steht im 125er. Guckt man 10, 11 Artikel später weiter, dann wird die Ausnahme gemacht mit dem ESM, der 136.3. Das sorgt nicht unbedingt für eine konsistente EU-Verfassung, das muss ich schon sagen. Und also im einen sage ich, das soll nicht passieren, im anderen sage ich, ja, aber wir machen jetzt mal eine kleine Ausnahme. Und wie klein oder groß die wird, das wissen wir ja noch gar nicht. Ja, ich überschlage das mal aus Zeitgründen, damit wir mehr diskutieren können. Nun also die leuchtende Alternative, das Vollgeld von Seiten der Monetative. Ich erwähne nur kurz, dabei geht es um die Umwandlung von Sichtguthaben in Vollgeld. Das bedeutet, die Giroguthaben werden dann Zentralbankgeld sein. Ich vermute, Herr Huber wird da noch Näheres zu sagen. Dann werden die Giroguthaben und der allgemeine Zahlungsverkehr aus den Bankbilanzen ausgegliedert und hier praktisch dem Zugriff zum Beispiel der Investmentbanken entrissen. Die Geschäftsbanken können dann auch keine Geldschöpfung mehr betreiben. Das ist ein großes Privileg, was sie haben, und das führt ja auch immer zu diesen Aufwärtsprozessen, wirtschaftlicher Aufschwung, ja, oder Blasenbildung und dann zu katastrophalen Abstürzen, Deleveraging. Also keine Geldschöpfung mehr von Seiten der Geschäftsbanken. Die zweite grundlegende Reform in diesem Rahmen ist, dass die Kreditvergabe einen Sparvorgang voraussetzt. Heute können Sie über Giralgeldschöpfung, ja, fraktionelles Reservesystem, muss kein Sparakt vorausgehen. Was ist der Vorteil? Wenn ich spare, dann entfalte ich keine volkswirtschaftliche Nachfrage. Das wird dann über Investitionen sonst was passieren. Ja? Im anderen Fall muss nicht gespart werden und es kann on top of it noch zusätzliche Nachfrage induziert werden. Und das kann dann natürlich zu bestimmten Prozessen, auf die ich noch kommen werde, führen. Der Prozess der Geldschöpfung soll also getrennt werden von dem der Kreditvergabe. Das halten die meisten Menschen für selbstverständlich, dass das pari passu in einem Akt passiert. Das ist aber keineswegs selbstverständlich, weil es sich ja um zwei vollkommen verschiedene prinzipielle Vorgänge handelt. Und wenn man beides gleichzeitig macht, kann das ja sein, dass sich dann nur einer der Funktionen gerecht werden kann und immer im Sinne eines Trade-offs der anderen widersprechen muss. Ja, und die EZB soll Geschenke an die öffentliche Hand machen, klingt ein bisschen komisch, vielleicht in der Weihnachtszeit etwas weniger, das ist der dritte Grundgedanke praktisch. Wenn wir eine wachsende Wirtschaft haben, die heute Abend ja noch kritisiert werden wird, aus berechtigten Gründen, aber nehmen wir das an, dann kann ich inflationsneutral über die Zentralbank den Staaten etwas auf ihr Konto buchen und die geben das dann aus für Schulen, für Infrastruktur, für Sozialleistungen oder Sonstiges. Das heißt, wir haben einen völlig neuen Kanal, wie in einer wachsenden Wirtschaft inflationsneutral das zusätzliche Geld, die Geldmengenerhöhung, in die Wirtschaft reinkommt. Die Fundamentalthese dieser Veranstaltung, ich habe mich jetzt mit den Veranstaltern nicht mehr speziell abgesprochen, aber ich vermute, es ist so, ja, die lautet also, Vollgeldreform ist die wichtigste oder zumindest unabdingbare langfristige Maßnahme zur Eindämmung erstens schädlicher Spekulationsprozesse an den Finanzmärkten, zweitens
zur Eindämmung der Kredit- und Verschuldungsorgien inklusive Staatsverschuldung und drittens zur Überwindung der systemischen Erpressung. Habe ich von Herrn Steinbrück übernommen, ja? Hätte ich sonst gar nicht zu sagen gewagt. Das bedeutet nicht, dass nicht weitere Reformen nötig sind. Das ist also praktisch nicht der goldene Schlüssel, ja? Und wie im Märchen, man macht die Vollgeldreform und alles wird gut, ja? So ein Märchen könnte man erzählen, aber es wäre halt nur ein Märchen. Es müssen noch andere Dinge dazukommen. Aus meiner Sicht, und da sind sicher viele auch in der Monetative anderer Ansicht, ein Größenlimit der Geschäftsbanken generell, ja, auf 100 Milliarden Euro ist ja doch auch ein Angebot, too big to fail, ja, diese Problematik. Dann 30% Kerneigenkapital umgewichtet, ja, das ist ein Riesenunterschied. Deutsche Bank hat heute über 10% Eigenkapital, ja, gewichtet, aber nur knapp unter 2 ungewichtet. Kleiner Unterschied, ja, aus 1 mal 5. Keine Leerverkäufe und Kreditausfallversicherungen, das halte ich für ausgesprochen entbehrlich. Da gibt es andere Instrumente und die haben mehr Nachteile als Vorteile. Und bei den Derivaten höhere Einschusszahlungen, damit die Hebelwirkung geringer wird. Ja? Und so weiter und so fort. Aber ohne Vollgeld sind all diese Reformen nur Stückwerk. Das ist sozusagen die These. Und es ist schön, dass sie gekommen sind, weil es ja scheinbar immer mehr Bürger zumindest gibt, die diesen Eindruck eventuell teilen. Das heißt natürlich nicht, dass wenn wir sagen Vollgeld und diese drei Grundcharakteristika formulieren, dass dann schon völlig klar ist, wie das institutionell ausgestaltet ist. Und ein Problem, und der Kummer-Vorschlag zielt ja schon auf eine Lösung dieses Problems, besteht in der Antwort auf die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass die Spargelder, die zu den Banken wandern, in Realinvestitionen gelenkt werden und eben nicht auf irgendwelchen spekulativen Spielwiesen landen. Ja? Das ist damit von vornherein noch nicht unbedingt beantwortet. Politische Vorteile einer Vollgeldreform, ich nenne hier nur 2, zu den ökonomischen kommen dann sicher die späteren Beitragenden noch. Erstens, ein Vollgeldsystem kann jeder verstehen. Es ist daher mit Demokratie vereinbar. Die meisten Menschen glauben ja, sie verstehen das heutige Geldsystem, weil sie glauben, wir würden schon im Vollgeldsystem leben. Ja? Das ist ein kleiner Irrtum, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Das heißt, die meisten Menschen gehen heute jeden Tag mit Geld um, sind bestimmten Gefahren, ja, Stichwort Einlagensicherung und so, ausgesetzt. Sie haben aber keinen blassen Schimmer davon. Ist ja auch nicht so einfach. Wir rackern uns ja auch schon seit langem dazu ab. Ja? Also erstens, Vollgeldreform ist politisch gesehen eine demokratische Sache, weil die eigentlich jeder, der guten Willens ist, das schnell verstehen kann. Zweitens, bei Vollgeld unterliegt die Politik nicht einer andauernden systematischen Erpressung durch die Finanzindustrie. Ja? Und das werde ich gleich versuchen zu begründen, inwiefern sie das tut im heutigen System. Und ich erwähne hier nur eine Zahl. Die EU insgesamt hat zwischen 2008 und 2011 immerhin 4,5 Billionen Euro an Garantien, Gewährleistungen und so weiter hier bereitgestellt. Und das ist ein ganz nettes Sümmchen. Das sind nämlich 37% des jährlichen EU-BIPs. Ja? Also über ein Drittel ist da, steht da praktisch im Feuer. Entweder direkt gezahlt oder per Pfänderspiel und so weiter. Und das ist eben eine sehr, sehr hohe Summe. Und die Frage ist, wollen wir uns das auf Dauer zumuten? Jetzt, inwiefern liegt hier eine Erpressung jenseits von Marionetten, Verschwörungs- und sonstigen Theorien vor? Meiner Meinung nach gibt es, habe ich neulich mal den Begriff gelesen, den finde ich ganz gut, eine asymmetrische Symbiose von Staat und Finanzsektor. Zunächst einmal ist es ja so, dass die Bilanzsumme des Finanzsektors das BIP in Deutschland um das Dreifache übersteigt. Das heißt, wenn ich den drastisch schrumpfen will, habe ich weniger Steuereinnahmen, ein paar Probleme am Hals. Dann gibt es ein paar Demonstrationen, vor allem in Frankfurt und so weiter. Also das ist schon mal unerfreulich. Zweitens, was strukturell vielleicht relevanter ist, wir haben ein Karussell der Staatsfinanzierung. Der Staat ist von den Banken abhängig. Die Bundesrepublik muss ungefähr, wenn wir es aufs Jahr strecken, jeden Tag 1 Milliarde refinanzieren, Rollover, ja, in Hinsicht auf die Altschulden. Und wenn ich so bei jemandem am Tropf hänge, da kann ich schlecht mit dem anlegen. Und unnötigerweise ist das, weil ja die Monetative eben eine alternative Staatsfinanzierung, das kann man sich auch in verschiedenen Ausgestaltungsformen denken, aber zumindest will sie diese Abhängigkeit des Staates von den Banken und von den Kapitalmärkten, vom privatwirtschaftlichen Goodwill sozusagen, da soll eine Entkoppelung stattfinden. Dann haben wir natürlich die Gefahr eines Bankensturms und das hängt damit zusammen, dass die Banken eben diese Giralgeldschöpfung veranstalten können.
Wenn jetzt 10% der Leute zur Bank gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal Banknoten gesehen, dann haben wir hier ein Problem, weil die das nicht machen können. Und Northern Rock und so weiter, die ja vorher als wunderschönes Beispiel für Verbriefung in den Lehrbüchern immer gestanden haben, ja, da standen die Leute dann ja Schlange, muss halt dicht machen, das könnte dann auch hier bevorstehen. Und damals diese Theatervorstellung von Herrn, wer war es eigentlich? Steinbrück, gell, glaube ich. Ja, genau, nicht? Das haben die ja nur deswegen gemacht, weil sie Angst gehabt haben, dass die Bürger sagen, ja, ich hole mir das mal lieber nach Hause, tue es in eine Schachtel, damit die Mäuse nicht rankommen, ja. Also insofern ist hier auch, das ist auch Teil dieser asymmetrischen Symbiose und dann dürfen die Preisblasen nicht platzen. Warum? Weil dann Banken pleite gehen, dann ist der allgemeine Zahlungsverkehr auch in Frage gestellt. Und weil das eben gekoppelt ist, diese Dinge, und wir kein Trennbankensystem haben, auch nach den neuen Vorschlägen, die ich am Anfang erwähnt hatte, deswegen hängt sozusagen der Staat symbiotisch am Finanzsektor und auch umgekehrt, ja. Und deswegen kann man hier keine klaren Leitplanken einziehen im momentanen System. Und deswegen ist das auch wirtschaftsethisch verwerflich, dass eben die Kosten der Krisenbewältigung oft bei denen landen, die das eigentlich gar nicht unmittelbar verursacht haben. Höchstens durch Indifferenz, dass sie falsche Partei wählen oder so. Es gibt also irreparable Schwächen des heutigen Geldsystems. Einmal die prozyklische Geldschöpfung, da komme ich gleich noch zu. Dann das fragile Vertrauenssystem. Ich hatte gerade Bankruns erwähnt. Die Einlagensicherung ist ein Selbstbetrug. Sie dürfen mir glauben, da ist überhaupt nichts drin, 4 Milliarden. Ja, das langt bestenfalls für eine einzige mittelgroße Bank. Die 100.000 Euro, die Ihnen da per Gesetz sogar von der EU sanktioniert zugesprochen werden, das ist alles Schall und Rauch. Wenn Sie glauben, dass Sie meinetwegen bei der IKB in Frankfurt 3% Tagesgeld machen, die ja jetzt anlegen sollten und schlauer sind, wenn Sie sich zur Sparkasse gehen, da kann ich Ihnen nur raten, da nochmal drüber nachzudenken. Also die Einlagensicherung ist ein kollektiver Selbstbetrug und das hängt eben damit zusammen, dass wir kein Vollgeldsystem haben. Das heißt, wir müssen kleine beschwichtigende Lügen erfinden im Grunde, ja, und uns vorgaukeln, damit wir hier nachts besser oder halbwegs gut schlafen können. Und dann kommt natürlich das Geld als Schuldgeld in die Welt, einmal von den Geschäftsbanken in Bezug auf die Zentralbank, ja, und dann aber auch wird die Geldmenge ja nur erhöht oder auch gehalten durch Kreditvergabe der Banken bezüglich Privater oder auch Unternehmen. Wenn dann man sagt, ja, nur entspart mal schön, das ist ja so eine gewisse Devise momentan, dann ist es so, wenn die Leute alle ihre Schulden tilgen würden, dann hätten wir eine Deflation und Rezession, weil dann nämlich die Geldmenge zusammenschrumpft. Und deswegen will man das auf Teufel komm raus verhindern. Man sagt, ja, die Zinsen sind so niedrig und es ist die Geldmenge steigt und es ist nicht okay, wenn der Draghi da Tag der offenen Tür ganzjährig veranstaltet, ja. Und gleichzeitig weiß man aber genau, anders geht's gar nicht. Und deswegen sagt Herr Weidmann, das ist aber nicht schön, und Frau Merkel sagt, na, macht mal weiter, ja. Ich meine, das führt dann ja auch zu einer grundlegenden Infragestellung der Demokratie, wenn hier so vielzüngig geredet wird. Das ist aus taktischem Opportunismus und das hängt eben mit diesem Geldsystem zusammen. Ja, daraus folgt keine Insolvenz und Blasenschrumpfung, komisches Wort, ist mir kein deutsches eingefallen, ja. Und das darf nicht passieren und das führt dann eben zu einem marktwirtschaftswidrigen Aktionismus. Eine ganz einfache Angelegenheit. Und ich wollte eigentlich das mache ich vielleicht etwas kurz, die 5 Boom-Bust-Phasen beschreiben, in denen dann eben die Geldmengenexpansion auch eine Rolle spielt. Also von den Tulpenzwiebeln über diese Junkbonds meinetwegen bis zum neuen Markt, ja, wo die Muppets Show als Asset dafür gesorgt hat, dass sein Unternehmen eine Wertsteigerung von 1500% gehabt hat, ja. Also irgendein Artefakt, da fokussiert sich die Aufmerksamkeit drauf, dann steigt die Nachfrage etwas, die Preise dieser Assets steigen, dann kommt irgendwann Spekulation dazu, dann leihen sich Leute Geld aus und sagen, da mache ich mit, auch wenn ich das Geld vielleicht vorher nicht so unmittelbar habe. Und dann kommt die Momentumphase und da sind dann fast alle dabei. Ja? Das sind dann 3 Gruppen, die Gläubigen, die von Anfang an das toll fanden und die diese Anfangsaufmerksamkeit überhaupt erstmal in Gang gesetzt haben. Dann die Wellenreiter, also die Trendfolger, ja? Meistens auch die automatischen Programme, die da
eingesetzt werden, ja, das ist ja alles Trendfolgeprogramme, Stop-Loss und so weiter, und hinterher die Schwärmer, ja, also irgendeiner liest dann hier im lokalen Tagesanzeiger, die steigen schon wieder, und dann gehen sie zur Bank und die sagen, auf sie haben wir noch gewartet, wir haben noch ein paar Dinge zu verhökern, ja, und wenn man Pech hat, in Frankfurt dann auf der Zeile oder so ist, dann sind es halt Lehman-Papiere bei der Sparkasse. Gut, dann langt schlussendlich ein kleiner Trigger, der zum harten Umschwung kommt, ja, führt. So ein Trigger kann eine einfache Sache sein. Zum Beispiel, der Aktienkurs ist unheimlich hoch und Sie gucken sich die Dividende an. Und die Dividende spricht ja die Wahrheit, weil die Dividende wird ausgezahlt aus dem, was ein Unternehmen real erwirtschaftet. Das heißt, irgendwann kommt eine Erdung von Finanzsphäre, ja, Orbit und Realökonomie zustande. Und dann sagen einige, das kann nicht sein, dass ich 100 Jahre Dividende kassieren muss, um hier den Einstiegspreis zu bezahlen, ja. Dann steigen die ersten aus und andere sagen, ja, gar nicht so falsch. Und dann muss es einen harten Umschwung geben und ein Deleveraging, weil wir haben wir ja vorhin gesehen oder vor kurzem, mit diesem geringen Eigenkapital, um 1 Euro Eigenkapitalverlust auszugleichen, muss eine Bank dann ihr zukünftiges Kreditvolumen um 30 bis 40 Euro schrumpfen. Und das ist wie wenn ich auf der Autobahn, erst fahren alle 200, dann sagen sich ja, das ist schlecht, dann machen sie eine Vollbremsung. Und dann haben wir praktisch eine Finanzkrise. Ja? Das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Man könnte das auch noch im Minsky-Zyklus ausdrücken. Also es gibt erstmal ein kleines Wachstum, dann gibt es geringere Volatilität, also Schwankung, nach unten zumindest. Dann haben wir eine sinkende Risikoaversion bei den Wirtschaftssubjekten. Dann haben wir eine Kreditexpansion. Die Banken sagen, ja okay, ist ja alles prima, ja weiter so. Und damit verdienen sie ja ihr Geld, ist ja ihr gutes Recht so gesehen. Dann gibt es eine höhere Liquidität, die in der Ökonomie so drin ist. Höhere Assetpreise, das führt dann zu einem Steigen der Assetpreise. Das führt zu steigenden Gewinnen, das führt zu noch mehr Wachstum, das führt zu einer größeren Risikobereitschaft und irgendwann macht es Peng. Ja? Und das ist eben ein sehr, sehr typischer Phasenverlauf, wenn wir nicht angemessen regulieren. Und Vollgeld dient dazu, diese Zyklenausschläge abzubremsen, das ist die Funktion. Und das Vollgeld setzt praktisch da bei den kursiven zwei Dingen ein, bei der Kreditexpansion und der höheren Liquidität. Es soll also vermieden werden, dass dieser rasante Aufschwung, diese Boomphase, dass die in der Form vonstatten geht. Man könnte noch Besonderheiten der Finanzmärkte aufführen, die also zu Marktversagen führen. Zumindest war es so, dass an diese simplen Wahrheiten die meisten nicht geglaubt haben. Ja? Die EU zum Beispiel hat keine europäische Bankenkontrolle eingeführt. Man hat zwar eine Europäisierung des Kapitalverkehrs und Banken konnten grenzüberschreitend aktiv werden, das hat man schön gemacht, aber eine europäische Bankenkontrolle, ja wieso denn das? Sie sind doch so schlau, spontane Ordnungsbildung, noch einen Text von Hayek gelesen, dann ist die Sache in Butter. Ja? Die EZB ohne Rettungsanker, Länder auf Last Resort, was passiert in Krisenzeiten? Haben die Amerikaner immer gefragt, ist das nicht ein bisschen schwach aufgestellt? Ja? Mit eurer schönen Geldwertstabilität als Zielfunktion, langt das denn überhaupt? Hat man gesagt, ja, wird schon nicht passieren. Geringes Eigenkapital, Derivate in jeder Variante, Quadrat hoch 3 oder sonst was, auch in Ordnung. Ja. Der Staat hat sich zurückgezogen, hat gesagt, ihr Banken, ihr könnt mal mit euren Ratingagenturen das aushandeln, wie es denn mit euren Sicherheiten steht. Oder am besten, ihr macht die Risikomodelle gleich intern, da habt ihr schon die Daten und so weiter. Ja. Und die Privatverschuldung ist eh unproblematisch, weil diejenigen, die Kredite vergeben, sind ja sowieso schlau und werden nicht so dumm sein, dass sie an jemanden, der den Kredit nicht zurückzahlen kann, einen vergeben. Das heißt, die Selbstkontrolle soll möglichst, können wir Subsidiaritätsprinzip nennen, nach unten wegdelegiert werden. Das war die schöne Gedankenwelt, die man in den 80er, 90er Jahren und auch schon ein bisschen vorher hatte. Und das hat sich ja nun mal als Irrtum erwiesen. Fiskalpolitik auch nicht. Hinzu kommt noch ein besonderer Aspekt des Staatsversagens. Wenn wir ehrlich sind und auch viele jetzt im politischen Spektrum nicht gerade recht stehen, da haben gesagt, ja, Schulden sind ja an sich keine Angelegenheit. Ja? Und warum? Weil sie Investitionen induzieren, das erhöht das BIP, das reduziert die Arbeitslosigkeit. In den schwierigen Zeiten der globalen Konkurrenz brauchen wir dann vielleicht auch den Sozialstaat nicht so abbauen. Das war ja doch der Gedanke. Aber was man da nicht bedacht hat, auch aus gesellschaftskritischer Sicht, dass dadurch die Bankenmacht und die Finanzoligarchie gestärkt wird, weil, hat ja vorhin schon erwähnt, man sich immer abhängiger von ihr macht.
Ja? Und da, also nichts ist umsonst, gell? Ist kein Free Lunch, so eine Geschichte. Dass man sagt, ja, dann wächst die Ökonomie und aus den zukünftigen Einnahmen zahlen wir das dann ab und so weiter, ist ja auch so nicht ganz gekommen. Steuern wäre eine reelle Sache, das wäre die Methode der Demokratie, man besteuert. Ja? Man besteuert auch die, die am meisten haben. Warum denn nicht? Ist ja eigentlich naheliegend. Aber in Europa haben wir keine Mindestbesteuerung außer bei der Mehrwertsteuer. Und da wird es ja auch in nächster Zeit nicht zu kommen. Da sorgt Herr Juncker und einige andere als Eurogruppenchef, da sorgen die schon für. Ja? Und die von den Steueroasen ganz zu schweigen. Die europäische Ratspräsidentschaft hat ein Land, was die Hand aufhält, weil da die Banken auch mittlerweile kriseln. Ist aber eine der größten Steueroasen. Stellen einige Europaabgeordnete die berechtigte Frage, warum man das dann nicht mal zum Thema macht. Wäre mal eine tolle Idee. Passiert aber im Moment nicht. Und das Problem an der Geschichte ist eben, dass die Verschuldung der Weg des geringsten Widerstandes ist. Ja? Wenn ich Verteilungskonflikten aus dem Weg gehen will, dann senke ich halt die Steuern, leih mir irgendwo Geld aus und gebe das dann aus. Das ist der einfachste Weg. Ja? Da freuen sich alle, der Gläubiger in der Regel, die das Geld bekommen, die nicht besteuert werden und so weiter. Und so komme ich bis zur nächsten Wahl schon über die Runde. Es hat aber eben Kosten. Verschuldung kann sehr problematisch sein. Zuzugeben ist, dass es hier kein theoretisches Limit gibt. Einige sagen ja, so bei 100% je Sektor, da wird das schwierig, ja, und dann rechnen die da aus, von 1830 bis heute. Weiß man nicht genau, ja. Tatsache ist aber, wenn die Wachstumsrate unter dem Zinssatz liegt, dann kriege ich ein Problem, ja. Erstens mal mit der Aufbringung. Das heißt also, wenn ich jetzt eine wachsende Wirtschaft habe und die Steuererträge aus diesem Wachstum decken nicht mal die Zinsen ab, die ich zusätzlich zu bezahlen habe, dann kriege ich irgendwann mal ein Problem. Und vor allem ist da auch ein Demokratieproblem. Je mehr an einem Haushaltskuchen, sagen wir mal, weggezwackt wird durch die Zinszahlung, umso weniger Entscheidungsspielraum ist ja, und in so einem Etat sind ja sehr, sehr viele fixe Posten, also Personalkosten und so weiter. Ja? Das heißt, die Entscheidungsfreiheit des demokratischen Souveräns wird eingeschränkt, wenn immer mehr für Zinszahlungen draufgehen. Ist jetzt ein plattes Argument, ist aber leider einfach wahr. Und dann kann man sich ja bei der Rückzahlungsfähigkeit der Privaten einfach mal fragen, ja, geht das denn überhaupt? Also in Belgien 230%, unser Musterland Irland, ja, sieht man immer diese schönen Tabellen, ja, es scheint zu funktionieren, die Griechen sind ja irgendwo schuld, aber bei den Iren geht das schon, ja, die machen das ja alles mit und beißen sich da durch, aber immerhin 340% nach wie vor. Dänemark, ja, auch so ein Vorzeigeland in gewissem Sinn, 240%. Und dann Luxemburg, ja, 256% Privatverschuldung oder Verschuldung der privaten Haushalte. Das ist einfach wahnsinnig viel. Jetzt gibt es verschiedene Lösungswege aus der Staatsschuldenkrise. Also der dritte Punkt, und ich habe da fünf Minuten, ja, und fünf Punkte waren es ja. Ich bin jetzt mal gespannt. Also zunächst mal, man könnte ja enteignen. Enteignen, das ist diese Back-to-Mesopotamia-Geschichte. Wir müssen die Geldvermögen insgesamt drastisch schrumpfen, um 30-40% oder so. Eine andere Idee ist die Progressivbesteuerung. Das heißt, es wäre über einen längeren Zeitraum, man führt höhere progressivere Einkommensteuern, Vermögensteuer und so weiter. Man zwackt da was ab. Das heißt, die Zinsgewinne, die irgendwo eingefahren werden, nimmt man zu drei Viertel wieder weg. Ja? Kann man ja sagen, ist einer der Grundgedanken der sozialen Marktwirtschaft, in Kurzform gesagt. Das Problem, das wären ausreichende und angemessene Dinge, nur im Moment geht das nicht. Das können wir in Frankreich sehen. Der Hollande, der sieht schon mit seinen versuchten Steuererhöhungen, dass jetzt diejenigen, denen es da ans Leder geht, dass die sagen, pass mal auf, wir zeigen dir mal, wo es lang geht. Ja? Du bist von uns abhängig. Das heißt, im Moment ist so eine Reform im Rahmen der bestehenden Geldordnung kaum durchzuziehen, weil man damit nämlich voll auf die Nase fliegt. Ja? Bei der Umschuldung, das wäre ja die gerechteste Lösung eigentlich, wo man Insolvenzen anerkennt. Griechenland ist insolvent, das ist einfach so. Ist mal ganz egal, wer dran schuld ist. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die Mini-Umschuldung, die man da veranstaltet hat, ja, das war nichts. Bei der Umschuldung ist aber folgendes Problem, jetzt die Unmöglichkeitsthese. Systemkonforme marktwirtschaftliche Lösungen sind angesichts der bestehenden Geldordnung wegen möglicher Kettenreaktionen, die ich ja angesprochen hatte, Bankruns, Kreditkontraktion, Deflation, Rezession, Wagnisse, wo kaum jemand weiß, wie das genau ausgeht, wenn man das durchzieht.
Und das ist ja einer der Gründe, warum die Politik sich da so drumherum drückt. Ja? Staateninsolvenzverordnung, wo denn? Ja? Nicht zu sehen zurzeit. Nicht? Stattdessen Rettungsschirme, hü-ha-hot. Ja? Das führt dann dazu, opportunistische, patchworkartige Regelbeugungen und Maßnahmen beherrschen das Feld. Damit hängt das zusammen. Und das ist insgesamt eine Verstaatlichung privater Insolvenzrisiken, weil man sich das nicht traut. Weil die Strukturen, diese marktwirtschaftliche Bereinigungsbewegung, ja, ganz neoklassisch marktlibertär von mir aus ausgedrückt, nicht zulassen können. Und als Beispiele sind dann Kollektivhaftung und Preismanipulation anzuführen, der ESM, Eurobonds, EZB-Ankauf, ja, Draghi sagt, wenn es sein muss, alles, ja, dann macht man es kompliziert, indem man ESM und den Staatsanleihenankauf verbindet, ja, das sind dann 20 Schritte, möchte ich mal sehen, wie das in der Praxis in Notsituationen funktioniert. Inflation geht auch, ist aber ungerecht, weil es auch Kleinsparer beispielsweise betrifft, ist ja die Methode mit dem Rasenmäher, ja. Haben wir ja im Moment schon, nicht? Im Moment haben wir eine Negativbesteuerung der Kleinsparer, die ihr Geld relativ risikoarm anlegen. Insofern sind wir da ja schon. Rückkehr zur nationalen Währung löst auch kein Problem, weil wenn die Griechen zur Drachme zurückkehren und die vielbeschworene 50-prozentige Währungsabwertung, also das Rutschen des Währungswertes dann stattfindet, Abwertung, ja, dann sind die Schulden in Euro doppelt so teuer. Na klasse, das Problem ist ja super gelöst. Mit anderen Worten, um eine Umschuldung komme ich dann sowieso nicht rum. Politische und fiskale Union ist nicht zu erkennen. Die einzelnen Länder tun alles, um nationalchauvinistisch praktisch da zu retten, was für sie aus einer Kurzfristsicht zu retten ist. Wäre natürlich unter demokratischen, solidarischen, ökosoziale, europäische Wirtschaftspolitik unter diesen Gesichtspunkten am besten, ja. Aber das ist einfach unrealistisch beim momentanen Politikpersonal und bei den Regeln des Spiels im Rahmen dieser Geldordnung darauf zu setzen, ja. Und der Wolfgang Streeck hat einen schönen Aufsatz mal geschrieben, wo er gesagt hat, diese Hoffnung, da, Neofunktionalismus hieß das damals, ja, in den 70er Jahren oder so, dass man mal anfängt mit irgendwas und dann hat das so automatisch einen Sogeffekt und wird auch zu einer einheitlicheren Sozialpolitik, Mindestlöhnen und so weiter führen. Das hat sich als Irrtum erwiesen in den letzten 30 Jahren. Ja? Aber einige Parteien, nicht der politischen Rechten jetzt, hängen diesem Glauben immer noch an und heben dann brav die Stimme, wenn es um die Fiskalpakete geht, um am nächsten Tag zu sagen, aber wir werden das tausendmal besser machen, wenn wir nächstes Jahr in die Regierung kommen. Und dann haben wir natürlich Wachstum, ja, da muss man sich wieder verschulden, wenn auch über Umwege, beispielsweise die Europäische Investitionsbank, ändert sich aber nichts dran, ja, und dann natürlich der Clou, Wachstum über Verschuldung und Sparen Austerität gleichzeitig, ja, das haben wir ja im Moment auch. Und Austerität und Sparen hat natürlich einen kleinen Nachteil, und das ist der Teufelskreis der Troika, und das zeigt an einem Beispiel, wie undurchdacht diese ganzen Dinge sind. Und dass man das von vornherein schon hätte wissen können, ja. Und einige haben das ja auch gesagt, nicht? Wenn ich spare, sinkt die Nachfrage, sinken die Einkommen, habe ich eine höhere relative Privatverschuldung, dann spare ich noch mehr. Ist da ein Problem? Naja, schon. Das Dilemma ist, bei gleichzeitigem Sparen aller steigt der Verschuldungsgrad an. Gibt es dafür ein Beispiel? Griechenland. Jetzt hat man schon 300 Milliarden in Griechenland reingesteckt und sagt, ja, die müssen unbedingt gehalten werden. Ja? Jetzt sagt die Troika, ja, irgendwie haben die Ziele nicht eingehalten. Sie wollten und sie konnten nicht, beides. Ja? Jetzt sagt die Politik, ja, wir machen es dennoch. Und dann sagt natürlich der Bürger, ihr erzählt jeden Tag was anderes, wo sind wir eigentlich? Ja? Das heißt also, wenn man keine Reform des Geldwesens macht, ist man permanent in solchen Dilemmata, in Halbherzigkeiten, muss jeden Tag was anderes erzählen. Und da kann ich nur sagen, das ist der Demokratie nicht zuträglich. Fair Play, zwei Folien noch, wäre eine Umschuldung. Warum? Weil die Anleger und nicht anonyme Steuerzahler die Folgen des Investitionsrisikos tragen würden. Das ist marktwirtschaftliches Einmaleins, ja? Ist ja ganz einfach. Die Kosten würden in erster Linie wohlhabende Finanzinvestoren tragen. Wenn man sich anschaut, es gibt in Deutschland gut verzinsliche Bankanleihen. Die haben in der Regel besser verdienende. Von diesen Bankanleihen ist noch nicht eine in den Bach untergegangen. Ja? Warum eigentlich nicht? Und hier sehen wir die Vermögensverteilung in Deutschland. Die unteren 50% können wir gleich vergessen. Die nächsten 30% ein bisschen. Und diejenigen, die halt profitieren von so einer Politik der Nicht-Umschuldung, das sind unsere Freunde, die höchsten Vermögenszuwächse haben. Die oberen 10 bzw. das obere 1%. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland gibt es das. In Deutschland versteckt sich es nur besser.
Die Kosten würden dann also wohlhabende Finanzinvestoren treffen, die inländische Bevölkerung in den Krisenländern jetzt. Die sind nicht unschuldig dran. Da gab es ein Leistungsbilanzdefizit, sodass dort über die Verhältnisse in gewissem Sinne gelebt wurde, natürlich. Aber es ist in einer europäischen Gemeinschaft meiner Meinung nach nicht okay, dass ganze Volksschichten und Gruppen und Regionen im absoluten Sinne verarmen. Nicht im relativen, 60% oder so. Und dann die Kritik, ja, ist ja immer noch mehr als sonst was. Es gibt eine Verarmung in Griechenland und in anderen Ländern, ja. Und das sind die Folgekosten, wenn man sich meint, eine Umschuldung nicht leisten zu können, weil sonst die ganze Geldordnung ins Finanzsystem ins Trudeln kommt. Ja? Und dann würden diese Länder natürlich keine Gelder mehr am Kapitalmarkt aufnehmen können. Da kann man sagen, ist doch gut so, weil dann müssen sie Haushaltsdisziplin üben, ohne dass sie Frau Merkel dann in eine schicke Nazi-Uniform stecken und sagen, die EU ist ja wirklich das Allerletzte. Das ist ja auch eine politökonomische Frage. Wem schiebt man die Schuld zu? Ja? Und jetzt sagt man, ja, schuld sind die, die die Troika schicken, ja, die EU-Kommission und dann den Geldbereich. Ja? Warum eigentlich? Warum ist der IWF dabei? Kann man ja sagen. Ja? Ich meine, ist Europa eine Bananenrepublik der USA oder wie steht das? Und dann hat man natürlich ganz krude politische Theorien im Raum. Ja? Wenn man sagen würde, Kapitalmarkt gibt kein Geld, wir haben die EU-Verfassung, wir können euch leider kein Geld geben. Und zum Beispiel die Bundesrepublik wäre ja einer der Hauptlastträger, wenn es zu so Umschuldungen kommt. Weil die Leute dort in den Ländern, die wären ja praktisch entschuldet. Und diejenigen, die denen das Geld geliehen haben, also zum Beispiel deutsche Geld- und Kapitalanleger, das wären ja die Gezwackten. Das heißt, eine Umschuldung wäre für die Griechen das Beste und wir müssten das bezahlen, was wir sowieso irgendwann bezahlen müssen. Wobei nur die Frage ist, wer zahlt das hierzulande, ja? Die EZB müsste nicht zur Bad Bank mutieren und es wäre ein klares politisches Signal in die Welt gesandt, das darin bestünde, dass man sagt, keine Panik auf der EU-Titanic. Ja? Wenn man klare Umschuldung machen würde. Das wäre aber nur dann möglich, wenn wir eine Vollgeldreform hätten. Das heißt, wenn also der Zahlungsverkehr nicht tangiert wäre, dann könnte man sagen, ja okay, dann gehen halt viele Banken ein. In den USA sind 500 Banken eingegangen, haben die meisten gar nicht mitgekriegt. Ja? In den letzten 2-3 Jahren. Ja, warum nicht? Wenn man dann noch eine Schrumpfung machen würde, ja, dass es keine Mega- und Großbanken sind, Too-Big-to-Pay-Problematik, dann wäre das drin. So, jetzt bin ich bei der Zusammenfassung. Und die besteht darin, was ich schon mal gesagt habe, ja, didaktischer Trick, nee, Quatsch. Also die Vollgeldreform ist die wichtigste langfristige Maßnahme zur Vermeidung schädlicher Spekulationsprozesse, der Kredit- und Verschuldungsorgien, auch was den Staat betrifft, zur Vermeidung systematischer Erpressung, dieser asymmetrische Symbiose und zur Ermöglichung systemkonformer und fairer Lösung. Und das hat ja am Beispiel der Umschuldung gesagt. Okay, vielen Dank. Daneben nur eine kurze Frage, Herr Polkert. Sie hätten gesagt, die EZB würde nicht zu einer Bad Bank mutieren. Ist sie es nicht schon längst? Ein bisschen. Also im Moment ist sie es ja mit ungefähr 230 Milliarden. Und als kurzfristige Lösung würde ich ehrlich gesagt sogar das für richtig halten. Also dass der ESM eine Banklizenz hat oder dass die EZB alles wegkauft, was über 5 am Sekundärmarkt, das darf sie ja. Und damit beeinflusst sie ja den Primärmarkt, also die Neuemissionen. Die sagen, alles, was über 5% geht, kaufen wir weg. Kann sie ja machen. Eine Zentralbank kann so viel negatives Eigenkapital anhäufen, wie sie Lust hat. Über die Seniorage-Gewinne baut sie das auf natürliche Art und Weise ab. Und einem Land, Bundesrepublik, gehen pro Jahr, ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber einen Milliardenbetrag im einstelligen Bereich verloren. Und da würde ich sagen, das wäre es schon wert, wenn man das vergleicht mit 190 Milliarden, die Herr Schäuble so als Einstiegssumme beim ESM im Prinzip zugesagt hat. Ja? Also insofern, sie ist es noch nicht, sie kann es aber ruhig als absolute Notmaßnahme könnte sie es sein und dann wäre Ruhe. Nur das, was man jetzt macht, dass Draghi sagt, wir kaufen unbegrenzt auf, aber es muss dieses ganze Verfahren vorher, Antrag, Memorandum of Understanding, Europaparlament sagt mal was, EU-Kommission guckt mal wieder nach, man schickt mal ein paar Leute dahin, die ein paar Zahlen zusammenzählen. Und dann irgendwann fängt der Draghi an, am Ende der Kette sozusagen auch mal ein paar Staatsanleihen aufzukaufen.
das wird wohl keinen beeindrucken und das hat das alles verhunzt. Ja? Also es war eine deutliche Verschlimmbesserung. Ja, was sind gewichtete Eigenkapitalquoten und was ist ein Asset? Also ich kann mit dieser Fachsprache noch nicht so viel. Ja, das tut mir auch wirklich leid, dass das immer wieder passiert. Assets sind Wertpapiere, also was weiß ich, Staatsanleihen, Immobilien, also alles, wovon man sich erhofft, dass ein bisschen Geld abwirft. Und was für Seniorage? Die Seniorage oder Seniorage, das ist der Gewinn, den die Zentralbank macht. Das ist jetzt hinter Ihnen sitzt der, der das am besten erklären kann. Ich erkläre es mal im heutigen System. Also wenn zum Beispiel Geschäftsbanken mit der Zentralbank ein Hauptrefinanzierungsgeschäft machen, dann bezahlen sie ja dafür, dass sie Zentralbankgeld kriegen im Tausch von Wertpapieren oder Unwertpapieren heute ja zum Teil, dann zahlen die ja einen Zins. Und das ist ein Teil der Seniorage. Ich erkläre es extra nicht fundamental, weil sonst... Und die Frage mit der Gewichtung ist folgende. Nehmen wir mal an, wir haben eine Bilanz, ja? Die ist so groß. Und jetzt hat eine Geschäftsbank oder ein Geldinstitut hat jetzt einen Anteil Staatsanleihen da drin. Dann wird das mit null gewichtet. Das heißt, es wird abgezogen. Wenn man sagt, die Staatsanleihen sind ja total sicher gewesen, ja? Aber man macht es halt weiter. Und dann bezieht sich das Eigenkapital als Prozentsatz, ja? Bezieht sich dann auf diese geschrumpfte Summe. Das heißt, es ist eine Gesundschrumpfung, ja? Also das ist ein zielgerichteter Schwenk. Also wenn zum Beispiel eine Bank an eine Geschäftsbank, sagen wir mal, normalerweise müssen sie 8% vorhalten. Jetzt gibt eine Bank an eine andere Geschäftsbank einen Kredit, dann gilt eine Gewichtung von, sagen wir mal, 0,2. 0,2 mal 8% ist 1,6. Das heißt, statt 8% für diesen Teil in der Bilanz, ja, müssen die dann nur 1,6% vorhalten. Das heißt, bei den Staaten 0, dann 1,6. Das heißt, aus so einer Riesenbilanz, wuff, und davon ist es dann nicht schwer, 8% vorzuhalten. Ja? Und Basel III löst dieses Problem nicht. Und da kann ich so viel antizyklischen Puffer draufpacken, wie ich Lust habe. Ja? Das Grundproblem wird nicht geändert. Okay. Steuererhöhungen an den richtigen Stellen, ne? Nicht dauernd nur bei den Lohnsteuern, gehen nicht. Geht denn eine Vollgeldreform? Ja, das ist natürlich eine super Frage. Wer ist das Subjekt, das die eine Sache nicht durchsetzen kann? Sie sagten, die ist verständlich, sie ist demokratisch. Steuererhöhungen an der richtigen Stelle sind sofort verständlich und demokratisch durchsetzbar, aber wir kriegen es nicht hin. Also wo ist das politische Subjekt, das das durchsetzen könnte? Sie und ich, also wenn ich mich rausrede, wie man das üblicherweise macht, würde ich sagen, da muss die Zivilgesellschaft dran. Und das ist ja auch so. Also die Vollgeldreform besagt im Grunde, dass das momentane Politikspiel und die momentane Geldordnung einer prinzipiellen Veränderung bedarf. Und das ist erstmal die Grundaussage. Und es könnte ja sein, dass irgendwelche Gruppierungen, was weiß ich, Piraten oder so, ja, oder auch andere Gruppen, meinetwegen Attac, ja, na gut, gestern was anders, also dass aus vielen kleinen Rinnsalen sich irgendwann, also jetzt Winter wird dann Schneejahr und eine Lawine entfaltet und dann werden diejenigen, die Politikdarsteller, die heute das Sagen haben, werden die dann entweder weg sein oder die sagen, ja, das haben wir im Grunde unseres Herzens eigentlich auch immer schon gewollt. Bitte. Meine Frage wäre, Sie haben vorhin gesagt, bei einer Vollgeldreform wäre es möglich, dass die Europäische Zentralbank inflationsneutrale Geldgeschenke machen könnte. Können Sie das nochmal kurz erklären? Nehmen wir mal an, 2% Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik, dann, Herr Huber hat das genauer ausgerechnet, dann entspricht das ungefähr 40 bis 50 Milliarden, die frisches zusätzliches Geld in die Ökonomie rein könnte, weil ja auch der Güterberg gestiegen ist, ja. Und das würde dann bedeuten, dass es inflationsneutral ist. Der Güterberg ist gestiegen, die Geldmenge ist gestiegen. Also Wirtschaftswachstum vorausgesetzt. Wirtschaftswachstum vorausgesetzt. Okay. Und ich habe ja einen kleinen Halbsatz eingebaut. Im Grunde bin ich auf der Seite derer, wie Nico Pecht, einige andere, ja, die sagen, wir müssen eigentlich den geordneten Rückzug antreten, wenn es gut gehen soll. Ja. Das ist klar. Ich habe noch mal eine Frage zur Diktion, weil Sie reden zum Beispiel von Staatsversagen und Sie sagen ja auch, dass die oberen 1% der, sage ich jetzt mal, Reichtumsoligarchie in der Bundesrepublik
ungeschoren davonkommen bis jetzt. Also kann man doch eigentlich sagen, der Staat funktioniert bestens. Ist doch alles in Butter aus dieser Interessenperspektive gedacht. Und ich glaube, es ist auch nicht allzu naiv zu sagen, das genau ist doch der Sinn der staatlichen Organe in der Bundesrepublik. Wäre es denn aus unserer Sicht, also aus demokratischer Sicht, nicht realer und auch aufrüttelnder, wenn wir dieses Thema mal umformulieren würden und sagen, der Staat funktioniert ausgezeichnet, aber gegen die 99%? Also werde ich es nächstes Mal so formulieren, dass jemand klatscht. Ja. Vielen Dank, Helge Volkert, für den gesamten Vortrag. Ja, ja.